Moin ihr Kekse und herzlich willkommen zurück bei Chris Tim und heute mit einem ganz anderen Video. Ich will heute mal was ausprobieren und dafür habe ich mir Unterstützung geholt. Und zwar... Hallo, ihr Kekse, ich bin die Yoshi und ich helfe dem Chris heute dabei, weil alleine kann er das nämlich nicht. Genau, ich habe ein bisschen Angst. Und zwar, wir haben... Ich habe das schon mal gemacht mit einer Freundin zusammen, mit der Katja, kennst du? Mhm. Da haben wir uns von DM so schöne Tüten geholt. Ihr kennt diese schwarzen Gesichtsmasken. Oh mein Gott, er macht den Scheiß auch. Ja, er macht den Scheiß auch. Ich habe auch so ein bisschen Angst. Die von DM haben nämlich nicht, die waren lächerlich. Die hast du so abziehen können, war gar nichts. Und ich kenne das ja aus dem Internet. Kennst du die Videos ja auch, wo die Leute sich dann die Zeug ins Gesicht schmieren und dann, tut so weh, ich möchte sterben. Und da ich sowas nicht glaube, wenn ich das nur sehe, möchte ich das jetzt gerne mal selber ausprobieren. Und wir haben einfach mal in Asien diese Blackhead Pore Stripe X. Da steht Blackhead X drauf, also ja. Das muss schon ziemlich hart sein, das Zeug. Also Extreme heißt das wahrscheinlich. Ja, und Pilaten, den Rest kann ich nicht lesen, weil alles in Chinesisch ist. Ist Chinesisch, ne? Was ist das? Stimmt, irgendwie die Bahn hinter. Ah, nee, da steht was. Der einzige Satz, der hier in Englisch draufsteht. After cleansing, apply... What? Apply it heavily onto... Blackheads and wait about 30 minutes before tearing it off. Also wenn ich das Ding jetzt in mein Gesicht schmiere, muss ich 30 Minuten warten, bis das so trocken ist. Das wollen wir euch natürlich nicht zumuten. Zudem, ich mich vorher noch rasieren werde, weil ich habe nämlich keinen Bock, wenn das Zeug wirklich so aua macht, dass ich mir meine Haare einzeln ausreiße. Ist noch mehr davon? Weil nein. Eigentlich, wenn das funktioniert, könnte man das ja eigentlich auch für Waxing. Ja, genau. Ich habe ein Video gesehen, das machen sogar Kosmetiker. Die nehmen das Zeug mit auf Wattestäbchen und stecken das in die Nase. Oh. Lassen das dann trocknen und ziehen das raus, dass die ganzen Nasenhaare weg sind. Das ist wie beim alten Ägypten, wenn die früher dein Gehirn so durch die Nase gezogen haben. Ja, genau. Genau. Das werden wir jetzt gleich mal probieren. Wir schmieren uns das jetzt mal aufs Gesicht und dann sehen wir uns quasi... Wieder. Oder auch nicht. Bis gleich. So, noch können wir reden, oder noch kann ich reden, besser gesagt. Wir haben es jetzt mal gemacht, also mit Cappy ist das schon schwierig. Ich könnte euch das Cappy eigentlich auch mal abziehen, ne? Aber es wird einfacher. Wir müssen jetzt eine halbe Stunde lang warten und können dann auch nicht mehr reden. Also ich merke jetzt schon, dass mein Mund zugezogen wird. Ja, ich höre nicht schwierig. Okay. Aber mir steht schwarz, habe ich festgestellt. Besser als vorher. Au. Nein. Ich merke jetzt schon, wenn ich jetzt einen Vergleich habe zu der einen oder anderen Maske von DM, es ist stärker. Und deswegen bin ich mal gespannt in einer halben Stunde, wie sehr ich die Kamera zusammenschreien werde. Eine halbe Stunde ist rum, wir können unsere Gesichter gar nicht mehr bewegen. Also Gesichtszüge sind nicht vorhanden. Das Geile ist, normalerweise ist es ja so, wenn du eine Maske machst, du hast das klebt irgendwie oder sonst was. Aber das hier ist wie so eine zweite Haut. Ja, wie Frischhaltefolie irgendwie. Ja, wenn du das auch eindrückst, dann nicht. Und ich habe schon gemerkt, es ist sehr, sehr viel strammer als das andere Zeug. Mhm. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen rangezoomt, damit ihr den Schmerz in den Gesichtern sehen könnt. Genau den meine ich. Also ich kann mir vorstellen, dass es doch ein bisschen mehr wehtun wird als diese DM-Kram. Ja, ja, probieren wir doch einfach mal das Zeug. Japaner, Chinesen. Oh, das hat sich schon gelöst, habe ich gemerkt. Ich sehe ihn gerade nicht, wie es da immer. Ach, das tut doch gar nicht weh. Das geht doch einfach. Okay, da zieht es ein bisschen. Was fühlt sich das erinnert mich. Also am Auge oder Nase ist ein bisschen unangenehm, aber... Es ist irgendwie, als wenn man sich so... Das ist echt, als ob man sich so mit seiner eigenen Haut abzieht. Kennt ihr diese Nose-Strips? Ich glaube, die Mädels kennen das, diese Nose-Strips, ja, von DM. So fühlt sich das an, wenn man die abmacht. Nur halt, ist da irgendwas drauf? Nö, also ich dachte jetzt auch von wegen, hab ich unreine Haut, aber nein. Nein, also sieht man auf diesen Nose-Strips, sieht man das ja, aber... Das ist so geil. Draußen ist es so richtig schön wie so Motoröl, so richtig glänzend schwarz und innen drin ist gar nichts. Also so matt, ne? Ja. Ich sehe gar nicht, wo habe ich noch was? Ich Willst du dir helfen? Nee. Also, es fühlt sich weicher an. Yay! Ich habe auch meine Cappy gar nicht auf, seht ihr jetzt gerade. Habe ich voll vergessen. Oh mein Gott, Sie sehen, dass ich habe. Es fühlt sich weicher an, aber es ist nicht schmerzhaft. Nein, also das, was ich jetzt so aus den Videos kenne, das ist, entweder haben die einen ganz extrem anderen Hersteller genommen oder die stellen sich einfach nur an. Also ich fand das jetzt nicht so schlimm. Nein. Es ist stärker als das DM-Zeug, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber bei mir habt ihr jetzt gesehen, es geht total leicht ab. An der Lippe und hier so in den Augenpartien zieht es natürlich ein bisschen, aber es tut nicht extremst weh. Ich habe jetzt nicht so eine hohe. Was ist ein Schnurrbart? Ja, fehlt es auch nicht ab. Geil. Okay, also Fazit. So für dich, Fazit, was sagst du? Aua, ja, ist oder okay. Nicht Aua? Also so Schmerzskala von 1 bis 10.
6, also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Aber 10 ist das Schlimmste. Ja, also 10 ist quasi Feuer verbrennen. Also ich finde es überhaupt gar nicht so schlimm. Ich hatte es mir schon mal vorgestellt. Ich, also, ich würde sagen, das 1,5. Das ist gar nichts. Also wie gesagt, hier ist es. Man muss, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, so, was man für eine Haut hat. Ich glaube, Leute, die ziemlich empfindlich sind und die schon irgendwie, weiß ich nicht. Also meine Haut ist sehr empfindlich. Ja, aber gibt's ja da draußen. Ne? So Leute, das stimmt. Die echt Probleme haben, also da muss man vielleicht aufpassen. Ich bin halt neugierig gewesen und wollte wissen, ob das wirklich so krass ist. Wenn ihr jetzt da draußen seid und sagt, hey, pass mal auf, du hast vor den Quatsch gekauft, das ist totaler Müll, der war ja nix. Obwohl das echt. Eine Freundin von mir, die betreffende Katja, die hat das auch gemacht, sie sagt, es tut, bei ihr tut es extrem weh oder hat sehr getan. Fand ich jetzt überhaupt nicht. Wenn ihr jetzt mal so ein Teil habt, wo ihr sagt, das ist extrem krass. Gut, es soll mir nicht die Haut wegfressen. Das soll es schon nicht sein, es soll schon hautfreundlich sein. Aber das, was halt Sachen rauszieht, sagt mir das mal, schreibt mir das mal in die Kommentare. Das wird bestimmt interessant. Dich machst du denn mal sauber, das ja. Sieht sehr lustig aus. Ja, ich finde auch. Also wenn ihr mal scheiße aussehen wollt, so... Ja, dann kommt euch so ein Kram. Ich danke fürs Zugucken. Wenn es Spaß gemacht hat, diesen Quatsch mal anzugucken, lasst einen Daumen da. Kommentar ist natürlich auch sehr erwünscht. Vielen Dank an die Yoshi, dass die den Scheiß mitgemacht hat. Gerne wieder. Ja, wir machen noch ein Video mit dieser Pizza. Die kommt auch. Ich bin ja mal gespannt. Was ich, schauen wir mal. Voll die Geschmacksfälle. Bis dann, sag ich mal, ein spannendes Tschüssikowski und stay nerdy, ihr Kekse. Tschüss.